Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Eiskalt geplant. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr schon mal eine Sache eiskalt geplant und durchgezogen habt. Das kann ein Verbrechen sein, das kann eine Racheaktion sein, irgendeine Eifersuchtsgeschichte, was auch immer. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die vielleicht gerade dabei sind, etwas zu planen. Wir können ja gemeinsam darüber sprechen, wie man das machen kann oder ob man das machen sollte. Und ich möchte auch gerne mit Opfern von solchen eiskalten Planungen sprechen. Also, wenn ihr gerne euch mit mir unterhalten wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Ulrike und Ulrike ist 34 Jahre alt. Hallo Ulrike. Ja, hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Eiskalt geplant. Jawohl. Was ist da los gewesen bei dir oder was war da? Ja, wir sind Opfer geworden von einem eiskalt geplanten Betrug, sag ich mal. Wer ist wir? Ja, wir sind vier Damen im Raum Hannover, ja, die um insgesamt 17.000 Euro leichter gemacht worden sind. Oh, was genau ist vorgefallen? Ja, und zwar, es geht um einen jungen Mann. Also ich sag jetzt auch nur den Vornamen. Ja. Das ist Marc Sascha heißt er. Ja. Und ich habe ihn kennengelernt Ende Oktober. Mhm. In einer Disco. Und er stellte sich vor als Firmeninhaber einer Hausbaufirma. Die Firma möchte ich jetzt nicht nennen, nee, aber die gibt es wirklich. Ja. Habe ich dann mal ein bisschen recherchiert im Internet, weil ja, es klang einfach alles zu gut. Ja. Und er hatte auch immer sehr viel Geld in der Tasche, er war immer gut angezogen, er war sehr großzügig. Wie alt? Und dann, 28. 28. Mhm. Jawohl. Und dann habe ich gedacht, na ja gut, man kann ja auch mal Glück haben im Leben. Und also es ging alles sehr gut los, wir sind essen gewesen, er hat mir Geschenke gemacht und also es klang alles so seriös. Und dann ging es dann irgendwann los, dass er dann Geld brauchte für diverse ja, Baustellen oder sowas von seiner Firma. Aha. Und dadurch, dass er eigentlich immer Geld hatte, habe ich ihm dann auch getraut. Und dann habe ich ihm dann Geld gegeben. Aber ist das nicht gerade dann sehr seltsam, wenn jemand sagt, er hat einen guten Job und er hat immer Geld, ja, dass er dann plötzlich Geld braucht? Wird, ja, man da nicht, wird man da nicht stutzig? Ja, Domian, man wird stutzig, aber... Aber wenn man verliebt ist, denkt man ein bisschen um die Ecke. Ja, das ist... ich also, kann es im Nachhinein gar nicht richtig erklären. Also du warst natürlich verknallt in den... Ja, verknallt, das ist so ein Zwischending. Auch ein bisschen fasziniert. Fasziniert. Von seiner Lebensweise. Wie lange habt ihr euch gekannt, bis die erste Sache mit dem Geld so ins Gespräch kam? Das waren 2 Monate. 2 Monate. Und wie viel, ja, Geld wollte er da haben? Das waren dann, also ich habe, bitter das zu sagen, aber 2,4 habe ich dann ihm gegeben. 2.400 Euro. Mhm. Eine Stange Geld. Das ist für mich sehr viel Geld, ja. Bevor wir das vertiefen noch mit dem Geld, du hast gerade gesagt, ich war so ein bisschen verknallt in den und auch fasziniert von, genau, ihm. Was war denn an dem faszinierend? Er war großzügig, er konnte ja sich gut geben, er war so lustig und ja, dieses Weltmännische hat mich irgendwie fasziniert. Ne? Also er hatte so eine Überzeugungskraft in sich, ja, und also ja, ein perfekter Bluffer wahrscheinlich. Absolut, absolut. Also richtig so durchtrieben von vorne bis hinten. Seine ganze Geschichte mit der Firma. Er wusste, wer der Vorstand ist und er hatte sich da richtig reingearbeitet in diese Materie. 2.400 Euro hast du ihm schon nach 2 Monaten gegeben. Mhm. Darf ich mal fragen, um es vielleicht auch alles richtig einzuordnen, was du vom Beruf bist? Ja, ich bin Studentin. Du bist Studentin? Jawohl. Also hast du wirklich wenig Kohle? Natürlich. Aber immerhin 2.400 waren irgendwie da auf der hohen Kante oder wie? Ja, natürlich zusammengespart. Zusammengespart. Also umso gemeiner, dein bitter zusammengespartes Geld dann rauszugeben. Los. Wie ging es denn weiter? Hat er noch mehr Geld von dir bekommen? Nee, das war dann eigentlich alles. Es waren nur Handyverträge, die er dann auch noch mir aus dem Kreuz geleiert hat, dummerweise. Mhm. Und Handyverträge, ja, das heißt, dafür musstest du dann auch bezahlen? Ja, sicher. Das waren dann 2 schöne Rechnungen. Also eine habe ich davon auch schon bezahlt. Wie hoch sind die? Von 600 Euro. Ach, die zweite ist noch nicht gekommen, aber... Also, der Typ ist so eine Art Heiratsschwindler, Frauenbetrüger.
Sozusagen, und du kann hast, man so sagen. Und du hast gerade gesagt, da sind vier Frauen im Spiel, genau, mit denen er das gemacht hat. Wie habt ihr vier euch denn überhaupt dann kennengelernt? Ja, das war halt ganz kurios, weil er ja einen von meinen Handyverträgen hatte. Irgendwann bin ich dann natürlich aufgewacht, habe dann sofort die SIM-Karte sperren lassen, habe aber mir eine neue geben lassen und die Nummer behalten. Und da lief dann ein Anruf ein von einer jungen Dame, die auch von ihm geprellt worden ist. Ach so. Und die kam auch kurioserweise aus meiner Heimatstadt, also hier aus meiner Stadt. Ja. Und dann haben wir uns getroffen und dann durch verschiedene Umwege sind dann noch zwei Damen dazu gestoßen und jetzt sind wir zu viert. Das ist ja Wahnsinn. Insgesamt 17.000 Euro hat er euch, hat er euch erleichtert, um 17.000 Euro. Wann bist du eigentlich skeptisch geworden? Da stimmt was nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer etwas skeptisch. Aber das ist irgendwie, ja, so meine Grundeinstellung zu den Menschen. Ich möchte halt irgendwie gut glauben. Also nochmal, du hast ihm die 2.400 gegeben nach zwei Monaten. Wie viel Wochen hat es dann noch gedauert, bis du gemerkt hast, da ist grundsätzlich was falsch? Das waren dann noch vier Wochen, noch dann ist alles zusammengekracht. So, wo ist der junge Mann im Moment? Also wir vermuten, dass er im Raum Rhein-Main-Gebiet ist, Kölner Raum, weil er hat in Köln hat er Karneval gefeiert, das wissen wir noch, und dann verlief sich die Spur. Also unser Thema heißt ja eiskalt geplant, der hat euch drei, vier Frauen wirklich eiskalt abgezockt durch mit einem eiskalten Plan, ne? So kann ganz man sagen. Genau. Ganz genau. Und er hat dann, Ihr habt Anzeige erstattet, gehe ich mal von aus? Natürlich, wir haben alle Anzeige erstattet und das ist halt auch unsere Intention, dass wir jetzt hier euer Forum nutzen möchten, um alle Frauen vor ihm zu warnen. Denn er wird sein Unwesen noch weiter treiben. Also die Masche ist einfach so, den tollen, den weltmännischen, den erfahrenen und auch finanziell gut betuchten Typ raushängen zu lassen. Ganz genau. Und plötzlich irgendwann will er doch ein bisschen Geld haben. Wie hat er das denn damals eigentlich bei dir begründet, wo er doch eigentlich offiziell viel Geld hatte, dass er 2.400 Euro von dir wollte? Ja, im Nachhinein kann ich es auch nicht verstehen. Also er brauchte irgendwie ganz dringend Geld für eine Baustelle und das musste alles sofort passieren, weil er irgendwo seine EC-Karten liegen gelassen hat, seine diversen Karten. Und du hast gedacht, naja, kann ja passieren. Ja, weil er ja auch immer Geld hatte. Ja, ja, ja. Also er hat auch immer alles bezahlt. Also ich habe in den ganzen Wochen nie irgendwas bezahlen müssen, habe immer schöne Geschenke bekommen, die dann von den anderen Damen quasi bezahlt worden sind. Wahnsinn. Im Nachhinein dann. Aber es gab auch Liebeleien zwischen euch und auch Sex zwischen euch. Ja. Leider, sagst du heute wahrscheinlich, ne? Aber natürlich. Das ist natürlich noch eine Sache, die auch nicht so ganz schön ist. Du bist 34, bist du, ne? Stimmt, ich dachte gerade, du bist 24 und 34, aber das kann jedem passieren, sowas. Also ich will dich jetzt gar nicht irgendwie in die Ecke stellen, ne, wirklich. Das, danke für diese Reaktion, ja, natürlich zweifelt man an sich. Ja, verstehe ich auch, aber ich glaube, es gibt so ausgebuffte Verbrecher, das kann dem erfahrensten Menschen irgendwie passieren. Ja, vor allen Dingen, er hat ja uns vier hat er ja alle parallel gehabt. Und die eine Dame hat er dazu gebracht, innerhalb von vier Tagen schon 3.000 Euro rauszuholen. Also darin kann man sehen, wie genial er einfach ist. Er ist sehr intelligent. Ja, also eure Hoffnung ist, dass man den erwischt und dass der eine ordentliche Strafe bekommt. Das Geld ist wahrscheinlich weg, ne? Das Geld ist weg, also damit rechnen wir auch, aber wir möchten einfach nur weitere Frauen davor warnen, nicht auf diese Masche hereinzufallen. Das ist eigentlich alles, was wir mit diesem Anruf jetzt bezwecken. Ja, das ist, glaube ich, schon mal ganz gut rübergekommen. Jetzt sagst du mir noch, was du aus dieser Sache gelernt hast. Ja, was habe ich daraus gelernt? Das ist eine gute Frage. Da bin ich eigentlich auch noch bei. Ja. Weil das muss ich erst so langsam setzen, das Ganze. Ja. So richtig verarbeitet habe ich das noch gar nicht. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, dass man erstmal am Anfang, wenn man jemanden kennengelernt hat, wenn der ankommt mit Geldleihen, sollte man schon vorsichtig sein. Ja, es waren aber zwei Monate und da habe ich gedacht, und er hatte immer Geld und das war nie das Thema. Also insofern habe ich gedacht, ich könnte ihm da wirklich vertrauen. Ne? Aber bei den anderen Frauen ging das auch alles ruckzuck. Also die Frage ist noch nicht klar für dich zu beantworten, was habe ich daraus gelernt? Also grundsätzlich bin ich sehr positiv gegenüber Menschen eingestellt und ich habe eigentlich immer ein großes Vertrauen den Menschen gegenüber und das möchte ich eigentlich auch nicht verlieren. Ja. Nur mit meinem Portemonnaie werde ich natürlich etwas vorsichtiger umgehen. Okay, den Standpunkt finde ich auch gut. Ich finde, dass man grundsätzlich vertrauen soll und auch positiv an die Leute rangehen sollte, ist eigentlich ein guter Standpunkt. Ja. Mit ein bisschen Portion Vorsicht und Skepsis, das kann ja nicht schaden. Ganz aber genau. Das darf jetzt auch nicht umkehren, dass du jetzt hinter jedem Mann einen bösartigen Betrüger witterst. Ne? Nein, das ist nicht mein Naturell. Also das merke ich schon. Ja. Ne? Ja.
Habe ich keine Sorge, Ulrike. Okay. Ja, grüß die anderen Mädels, herzlich von mir. Das mache ich sehr und gerne. Und auf, dass euch das nie wieder passiert, sowas. Das glaube ich kaum. Tschüss. Danke fürs Gespräch. Jo, tschüss. Ihr lieben, Hinweis auf Samstag. Samstag ist Promi-Tag. Diese Woche Samstag um 11:45 fängt die Sendung an. Im WDR Fernsehen ist der Schauspieler, einer der ganz großen deutschen Schauspieler, Filmschauspieler, Fernsehschauspieler, Hannes Jänicke ist bei mir zu Gast. Und wenn ihr euch gerne mit Hannes Jänicke unterhalten wollt in der Sendung, es ist ja eine Telefontalkshow wie diese hier heute auch und während der Woche auch, dann meldet euch schon mal per Mail unter domian@wdr.de. Bitte eure Telefonnummer draufschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. Am Samstag ist die Sendung sind unsere Leitungen, die Telefonleitungen. Eine Stunde vor der Sendung sind die schon geschaltet. Sendung fängt an um 11:45 im WDR Fernsehen. Zu Gast bei mir Hannes Jänicke. Stella ist bei mir und sie ist, wie alt ist sie? 18. Hallo Stella. Hallo. Hallo. Ja, du hast auch zu dem Thema angerufen, das wir heute haben, eiskalt geplant. Mhm. Was ist da bei dir vorgefallen? Also ich plane ganz eiskalt, Beziehung auseinanderzubringen. Glückliche Beziehung. Du bist gerade dabei, etwas zu planen. Also ich habe schon 5 Beziehungen auseinandergebracht. Ich habe mit den Typen alle eine Beziehung angefangen oder eine Affäre angefangen und habe damit die Beziehung eiskalt zum Ende gebracht. Also die noch hatten, die anderen Männer, die Männer. Genau. Ich kann damit einfach nicht leben, dass jemand glücklich ist, wenn ich es nicht bin und deswegen zerstöre ich Beziehung. Mhm. Warum kannst du damit nicht leben? Ich weiß es nicht. Das ist wie so ein Machtkampf zwischen mir. Also ich will es gar nicht, aber ich mache es trotzdem. Mhm. Also im Klartext, du bist im Moment an einem Typ dran. Nee, ich hatte jetzt so vor 3 Wochen hatte ich eine Affäre gehabt von einer guten Freundin. Die hatte, ich hatte so 1,5 Jahre mit ihrem Freund zusammen und die hat eine Affäre angefangen und dann haben wir beide vorgeschlagen, einen Dreier zu machen. Wir wollten zu ihr dann während des Dreiers sagen und er war darauf fixiert, dass ich eine Beziehung mit ihm anfange und ich wollte aber die Beziehung nur beenden von das den beiden. Das war mir jetzt ein bisschen verwirrt, das habe ich nicht verstanden. Um welche Beziehung geht es jetzt? Um die Beziehung der Freundin mit ihrem, Freund, die hat eine Beziehung. Ja. Ich hatte mit ihm eine Affäre angefangen, wie eigentlich in jeder, die ich zerstören wollte. Ja. Und dann hatte ich, wie gesagt, das geplant, dass sie auseinanderkommen. Mhm. Er wollte eine Beziehung mit mir anfangen, ich wollte es aber nicht, ich wollte nur die Beziehung beenden. Mhm. Ja, ist denn die Beziehung jetzt beendet zwischen den beiden? Die ist jetzt beendet. Mhm. Und was war das jetzt mit dem Dreier? Das habe ich auch nicht verstanden. Also das mit dem Dreier war so, wir wollten einen Dreier machen und ihr das sagen, dass sie eine Affäre hatten. Während des Dreiers. Mhm. Also ihr zu dritt dann? Genau. Du die Freundin? Ja. Genau. Wie lange machst du solche Sachen schon? Du bist 18 jetzt? 18, ich habe mit 15 angefangen, die erste Beziehung zu zerstören und ich fühle mich... Wenn ich dieses auseinanderbringen will, fühle ich mich richtig gut. Also macht es glücklich, dass andere traurig sind, wenn sie eine glückliche Beziehung haben. Und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Hattest du schon mal eine Beziehung, eine glückliche? Ich hatte eine dreijährige Beziehung. Hallo? Ja. Die Leitung ist ein bisschen schlecht. Du hattest schon mal eine dreijährige Beziehung? Genau. Aber wann war das? Während dieser, du hast gesagt, du hast mit 15 angefangen. Ja. War die Beziehung davor? Vorher. Ach so, dann hatte ich keinen mehr. Nee. Dann war das aber eine ganz, ganz... Dann hatte ich nur noch One-Night-Stands gehabt und so. Also warst du ja 12, als du... Das war meine erste Beziehung. Mhm. Und wie ist die kaputt gegangen? Er hatte mich betrogen. Mhm. Ich habe dann Schluss gemacht. Ja. Ist da heute immer noch ein großer Zorn auf ihn, dass er das gemacht hat? Gar nicht, nee. Mhm. Aber ich kann es nicht sehen, wenn andere glücklich sind und ich... Was ja alles ganz schlimm ist, Stella, ne? Ganz schlimm. Ich finde ganz schlimm, was du da machst. Ganz schlimm. Ja. Das ist ganz, 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 ganz übel. Ich fühle mich da auch nicht, also während ich das mache, fühle ich mich gut, aber danach fühle ich mich richtig schlecht. Mhm. Ich will es auch gar nicht, aber ich mache es trotzdem. Mhm. Also es ist fast schon eine Zwanghaftigkeit, immer das zu machen, um anderes Glück zu zerstören. Und während du das machst, diese ganzen Jahre, hast du selbst ja auch kein Glück erfahren, ne? Kann man ja so sagen. Mhm. Ja. Hm. Du sagst, du weißt überhaupt nicht, warum das so ist. Lass uns doch nochmal versuchen, ein bisschen so rumzubohren in dir. Nun könnte man ja sagen, die Stella könnte ihre Energie investieren, selbst eine glückliche Beziehung zu finden. Stattdessen investierst du deine Energie, andere glückliche Beziehungen zu zerstören. Genau.
Warum? Ich weiß es nicht. Also ich meine, ich lerne viele nette Männer kennen. Also ich bin Kellnerin von Beruf und ich lerne viele nette Männer kennen und ich könnte was mir auch mit ihnen vorstellen, aber es ist einfach, weiß ich nicht, es ist einfach nicht mehr in der Natur, irgendwie mit jemandem eine glückliche, wirklich glückliche Beziehung. Oder ist das so, ist da so eine schwere und tiefe Verletzung zurückgeblieben von dem ersten Mal, dass du gar nicht mehr einen Menschen an dich herankommen lassen möchtest? Vielleicht kann es auch sein, wegen meinen Eltern, wo die gekränkt haben. Also ich kam damit überhaupt nicht klar. Danach ist mein Leben eigentlich nicht mehr so. Wann haben die sich getrennt? Wie alt warst du da? Ich war da 11. Ach so. Danach, so mit 12, kam ja dann deine erste Beziehung bis 15. War das eine glückliche Zeit für dich, diese 3 Jahre? Naja, so glücklich war ich darin auch nicht. Also es war, aber ich habe mich da nicht so glücklich gefühlt. Also. Eltern haben sich getrennt, dass du 11 warst. Wenn Eltern sich trennen, geht ja immer eine Zeit vorweg, die in der Regel schlimm ist. Hast du das viel mitbekommen, wie deine Eltern sich gestritten haben und dass da Spannungen in der Luft waren und Streitereien und so weiter? Das kriege ich jetzt heute auch noch immer mit. Meine Eltern können nicht mehr miteinander reden. Ja. Ich habe auch weiter keinen Kontakt zu meiner Mutter. Die ist Zeugin Jehovas, mit der habe ich sowieso Probleme. Ach so. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch eine Schwester, aber mit ihr auch keinen Kontakt. Älter, also auch jünger? Älter. Gibt es überhaupt schöne Erinnerungen an deine Kindheit oder ist das alles irgendwie Murks und problematisch? Bei meinem Vater war es immer total schön gewesen, aber ich habe eigentlich so weiter keine schöne Erinnerung an meiner Kindheit. Du bist 18 jetzt, lebst du alleine? Nee, ich lebe mit meinem Vater zusammen. Mit dem Vater noch zusammen. Und ist das Verhältnis jetzt mit dem Vater auch gut oder auch eher schwierig? Vater liebe ich über alles, also auf den würde ich nie was kommen lassen. Kriegt er das so mit, was du da so machst, diese ganzen Das weiß gar keiner. Niemand? Auch deine besten, hast du eine beste Freundin? Naja, ich habe keine beste Freundin, also ich will das auch nicht. Also für mich sind alle Freunde gleich, aber es war eine super gute Freundin. Weißt du, was ich erstaunlich finde? Dass du dich hier meldest und mir das erzählst. Weil ich sonst weiter keinem anvertrauen. Ja, also deinem Vater erzählst du es nicht, obwohl du einen tollen Draht zu dem hast. Ja. Du hast eigentlich keine beste Freundin. Und das, was du tust, findest du eigentlich ja auch schlimm, was du tust. Ja. Und fühlst dich da wahrscheinlich wie in so einer Falle, dass du gar nicht anders kannst. Es ist immer dasselbe, was du machst. Es ist auch immer das gleiche Thema, was ich mit den Typen abziehe. Darf ich dich mal fragen nach deinem Traum? Du bist, wie gesagt, sehr jung noch. Hast du so einen Lebenstraum, wie du gerne mal vielleicht in 10 Jahren leben möchtest? Also ich möchte die Studierengeschichte. Ja. Lehrerin werden. Aber sonst weiter eigentlich. Und so mit Menschen, gibt es da einen Traum, den du so ganz vage vor dir hast? Vielleicht eine Familie oder irgend sowas? Also ich finde auf jeden Fall schöne Beziehungen. Ausfüllt mich. Oh, die Leitung wird immer schlechter, Stella. Ich höre dich kaum noch. Ja. Weißt du, was ich finde? Das war jetzt der erste Schritt, dass du dich hier bei uns gemeldet hast. Ja. Ich finde, dass du eine professionelle Hilfe brauchst, um aus dir selbst herauszukommen. Um aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Ja. Denn dieser Teufelskreis bringt nicht nur anderen Menschen Unglück, sondern auch sehr dir Unglück. Ne? Du sagst es ja selbst, dass du dich danach dann schlecht fühlst und letztendlich ist dein Leben sehr einsam und traurig. Letztendlich. Auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt werden wir dich wieder zurückrufen, das heißt meine Psychologin, die Elke, und dann plant und beredet ihr mal gemeinsam, was zu tun ist. Ich finde deine Selbsterkenntnis schon mal klasse, dass du dich selbst so kritisch siehst und dass du hier angerufen hast. Das finde ich schon mal einen tollen Schritt. Jetzt kann die Elke dir noch ein paar gute Ratschläge geben, wie es weitergeht. Und dann musst du die nächsten Schritte auch tun. Und dann bin ich ganz guter Hoffnung, dass du es schaffen wirst. Alles klar. Ja, alles Liebe. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Unser Thema lautet heute eiskalt geplant. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die, wie wir es gerade auch schon gehört haben, die eiskalt irgendwelche Dinge bedenken, planen und dann durchziehen.
ich möchte gerne mit Opfern reden von solchen eiskalten Planungen und auch mit Leuten sprechen, die gerade dabei sind, so etwas zu tun. Und dann können wir vielleicht gemeinsam beraten, wie man das macht oder ob man es vielleicht auch besser sein lässt. 0800 220 5050. Hier ist Markus und Markus ist 38 Jahre alt. Hallo Markus. Ja, hallo. Bist du ein, ich sage es mal in Anführungszeichen, ein Täter oder ein Opfer? Ich bin ein Opfer. Ein Opfer. Erzähl mal. Ja, also wie gesagt, ich bin selbstständig. Ja. Und ich stelle also gewisse Produkte her, die man auch so vertreiben kann. Also auch bei eBay zum Beispiel. Ja. Und ein Gesellschafter von mir, der war Minderheitsgesellschafter. Mhm. Der hat dann angefangen, irgendwann, zuerst ging es um kleine Beträge, so um 500-Euro-Beträge, die zu klauen, sage ich mal. Mhm. Und die bei eBay zu verticken. Und nachher ging das dann im großen Stil los. Das ging also von Rohstoffdiebstahl über Order- und Verrechnungschecks, die auf sein privates Konto eingezahlt wurden. Mhm. Und das ist mittlerweile, beläuft das auf eine Summe von 140.000 Euro. 140.000 Euro. Darf ich mal fragen, wenn du es erzählen magst, in welchem Bereich du da tätig bist? Ich weiß nicht, ob man das unbedingt sagen kann. Ist auch nicht sicher. Auf jeden Fall eine Summe von weit über 100.000 Euro im Moment. Bist du geschädigt worden schon durch diesen Partner? Ja, natürlich. Ja, wie gesagt, also im Grunde genommen ist die Firma pleite. Mhm. Wo befindet sich dieser Mann zurzeit? Der hat sich selbstständig gemacht mit meinem Geld. Ja, und kannst du dem das nicht nachweisen, dass der quasi von dir das Geld illegal abgezockt hat? Ja, also das ist überhaupt der Hammer. Also erstmal ging es dann los, als wir es festgestellt haben. Mhm. Habe ich natürlich sofort Polizei angerufen, sofort freigestellt etc. Und dann sagt die Polizei, sie könnte ja nichts machen, das ist ja zivilrechtlich. Mhm. Ich hatte einen Anwalt auf der Leitung, der sagte immer, nein, das Gefallenverzug, das ist strafrechtlich. Mhm. Das ging so hin und her, jedenfalls haben die ja nichts gemacht, der fuhr weg. Mhm. Dann bin ich zur Kripo gefahren, die sagten, ja, das wäre strafrechtlich, du müsstest mal sofort verhaften. Mhm. Ich sage, dann machen Sie das doch bitte. Nein, das ging jetzt nicht mehr, weil Gefallenverzug heißt, dass man es sofort macht. Und wenn der erst nach Hause gefahren ist, dann macht man das nicht. Mhm. Dann hat das sage und schreibe 2 Monate gedauert, bevor die eine Hausdurchsuchung gemacht haben. Mhm. Wobei ein großer Teil davon ist auch Rohstoffe. Das muss man sich so vorstellen wie ein Pfund Zucker oder sowas. Ja. Und da steht ja nicht mal ein Name drauf. Ja. Das heißt, man kann das nicht nachweisen, dass es von dir kommt. Nein, also wie gesagt, er muss nicht nachweisen, ob er das gekauft hat, sondern ich muss nachweisen, dass es meins ist. Das heißt, du hängst, wenn ich das jetzt mal laienhaft interpretieren kann, ziemlich in der Luft und hast gar keine richtigen, wirklichen Rechte auf deiner Seite. Doch, ich habe schon Rechte. Also es ist so, dass die Sachen, die Schecks und solche Sachen, was er da sich bar abgehoben hat und Order- und Verrechnungscheck, die er auf sein Konto eingezahlt hat, dafür wird man ihn wohl belangen. Aber das ist jetzt mittlerweile ein halbes Jahr her und ich habe einfach Angst, dass auch kein Geld mehr da ist. Mhm. Aber läuft denn jetzt irgendeine Art von Ermittlung oder Anzeige oder immer noch nicht? Ja doch, es läuft strafrechtlich und zivilrechtlich beides. Ach so, jetzt. Aber das ist, wie gesagt, also unsere Justiz, da kann ich mich so drüber aufregen. Ich kriege letztens ein Schreiben vom Staatsanwalt, der das Verfahren vorläufig einstellt, weil er erstmal das zivilrechtliche Verfahren abwarten will. Mhm. Ja, dann habe ich mit meinem Anwalt darüber gesprochen. Mhm. Dann sagt der zu mir, ja, der ist einfach zu faul. Das sind alleine 180 Fälle bei eBay. Mhm. Und der hat eine riesen Ermittlungsakte. Und das ist, der müsste jeden Einzelnen anschreiben. Mhm. Und das ist dem zu viel Arbeit. Mhm. So, und woran hängt Existenzen dran? Ne? Ja, ja, das ist genau der Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte. Was bedeutet das konkret jetzt für dich und dein Leben? Du sagst, die Firma ist quasi, die du hast, ist quasi pleite. Ja, man versucht es eben aufrechtzuerhalten, weil da steckt das ganze Kapital drin, was man so hat. Mhm. 140.000 Euro geprellt. Um 140.000 Euro geprellt. Ja. Hast du mit diesem Mann in den letzten Zeiten nochmal Kontakt gehabt? Nein, ich glaube auch nicht, dass das gesund wäre. Mhm. Was empfindest du für den? Hass. Mhm. Wie weit geht der Hass? Geht der Hass bis hin zu schlimmen Überlegungen, da selbst irgendwie was zu machen? Ja. Was genau? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich vergessen. Mhm. Also ich muss mich schon seelisch darauf vorbereiten, ne, für den Gerichtstermin, dass ich dann nicht ausfallen werde. Mhm. Mhm. Der wohnt jetzt oder ist jetzt tätig gar nicht so ganz weit weg von dir? Nein, der macht das mehr oder weniger das Gleiche. Also das ist ja das Schlimme, dass man vertraut nachher keinem Menschen mehr. Da waren so viele Leute dran beteiligt, da waren zwei Kunden von mir dran beteiligt. Mhm. Da war noch unser Laborleiter mit dran beteiligt und unser Außendienstler auch noch. Ach so,
Ach so, quasi ein ganzer kleiner Ring von Leuten. Ja. Und wer ist jetzt auf der, ich sag mal, auf der guten Seite neben dir noch? Wie viele Leute sind das? Das ist noch mein Bruder. Nur ihr beiden? Ja. Und das war im Nachhinein, wenn du das jetzt im Nachhinein bedenkst, ist das so, dass du sagst, Mensch, was waren wir blöd, dass wir da nicht da irgendwie einen Hebel vorgeschoben haben, einen Riegel vorgeschoben haben? Oder kann man sich da gar nicht so verschützen? Ach, ich denke schon, aber wie gesagt, bei uns hat jeder seine Aufgabe. Mhm. Und dann vertraut man jemandem, auch wenn er selber mit Geld beteiligt ist, sag ich mal, auch wenn es nur eine geringe Summe ist. Wie war denn vorher so dein menschliches Verhältnis zu diesem Haupttäter? Also wie gesagt, das war ein Bekannter von meinem Bruder. Ich kannte ihn nicht so, aber man sieht es ihm nicht an, man sieht es auch keinem Menschen an. Also das glaubt auch im Nachhinein keiner. Jeder, der den vorher kannte und dem ich das erzählt habe, die schütteln den Kopf. Ja, man guckt nicht in die Leute rein. Wir erleben es ja in der großen Öffentlichkeit, in der Politik, dass Menschen, die man Jahre, Jahrzehnte kennt und wo man irgendwie die Hand ins Feuer verlegen würde, und dann kommt irgendwann raus, dass die so viel Dreck am Stecken haben. Ne? Ja, wie gesagt, man hat dann einfach Existenzängste. Ne? Natürlich. Was ich gerade nochmal sagen wollte, bei allem Verständnis und auch beim allem Nachvollziehen, wie wütend du bist, mach bloß keine Dummheiten jetzt. Dann reitest du dich noch mehr rein. Nein, ich bin Kopfmensch. Ja, absolut. Du musst es jetzt ganz normal durchziehen und bloß nicht irgendwie jetzt Eigeninitiativ da Racheaktionen starten oder so. Nein, da schäle ich mich ja nur selber mit. Ja, natürlich. Ja, aber es gibt ja immer wieder Fälle, wo Leute dann durchdrehen und das tun. Und hinterher ist alles noch viel, viel schlimmer. Was ziehst du jetzt für eine Lehre daraus aus diesem Fall? Also man vertraut im Moment gar keinem mehr. Ne? Ist sogar das Verhältnis, das Vertrauen zu deinem Bruder erschüttert? In manchen Bereichen auch, ja. Ehrlich? Ja. Das ist natürlich eine schlimme Folge, ne, von so etwas. Ja, wie gesagt, aber wie? Man wird ja auch selten so hart bestraft. Ne? Mhm. Wie soll das jetzt weitergehen? Ihr beide wollt diese Firma versuchen, doch zu halten? Ja, natürlich. Und wenn das nicht funktioniert, was dann? Was passiert dann? Du bist 38? Dann bin ich Sozialhilfeempfänger. Bitte? Dann bin ich Sozialhilfeempfänger. In unseren Zeiten ist man mit 38 ja schon uralt und kriegt kaum noch einen Job. Ja, aus der Selbstständigkeit heraus. Ich bin zwar Diplom-Ingenieur, aber... Den will keiner haben, sage ich mal, einen Selbstständigen. Ne? So, da laufen jetzt die Verfahren, wie du es gerade gesagt hast. Rechnest du dir irgendeine Chance aus, dass du vielleicht irgendwie wieder zumindest teilweise an dein Geld kommst? Also ich hoffe es zumindest. Also wenn ich nur die Hälfte wieder kriegen würde, sage ich mal, dann wäre ich saniert. Ne? Dann wünsche ich es dir von Herzen, Markus. Wirklich. Dankeschön. Alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Eiskalt geplant, das ist unser Thema heute. Und hier ist Jimmy. Und Jimmy ist 42 Jahre. Hallo Jimmy. Ja, grüß dich Domian. Ja, grüß dich guten auch. Guten Abend. Ja, guten Abend. Was ist bei dir passiert? Eiskalt ja, geplant. Domian, es ist so, ich habe ich musste ja mit deinen Leuten schon ein bisschen sprechen, ein kleines Vorgespräch machen. Das Ganze liegt schon einige Jahre zurück, also auf jeden Fall über zwei Jahrzehnte. Ja. Und ich habe eben einen sehr guten Bekannten, einen guten Freund von mir, den habe ich um eine stattliche Summe damals, wie man so schön sagt, gelingt. Gelingt. Um wie viel Geld ging's? Es ging damals um, kann man sagen, ich habe das schon gesagt, es ist schwer festzumachen, weil es auch um Sachwerte ging damals, nicht nur um Bargeld, ja, sondern auch um Sachwerte. Und da ging es eben um einen Betrag zwischen 100 und 150.000 Mark, kann man sagen. Viel Geld. Ja, ist natürlich viel Geld, ja. Und in welchem Verhältnis standst du zu diesen Menschen? Ja, ich sage ja, es war ein guter Freund. Also wir haben eine ganze Menge damals miteinander gemacht. Ein wirklich sehr guter Freund oder so, wie man so sagt, war ein Freund von mir. Also wirklich ganz enger Freund? Ja, schon ein guter Freund. Mhm. Also er, sagen wir zumindest von seiner Warte aus auf jeden Fall sicher. Von meiner vielleicht nicht ganz so, weil ich nicht unbedingt oberflächlich bin, aber ich bin immer schon ein guter Beobachter gewesen. Ich war damals, wie gesagt, ich war damals noch nicht mal volljährig, als die ganze Sache abgelaufen ist. Er war durchaus älter und er hat eben, er hat immer gemeint, er müsste eben auch ein bisschen auf mich aufpassen und hat mich auch, wenn ich mal schlechte Zeiten hatte, weil ich früh von meinen Eltern rausgeschmissen worden bin, ich habe auf eigenen Füßen gestanden. Okay, erzähl mal genau, was du gemacht hast. Ja, ich habe eine gute Bekannte gehabt, das war auch, diejenige, die mich zum Mann gemacht hat und die war sehr erfahren schon, die war auch älter, reifer.
sehr ansehnliche Frau und die habe ich auf ihn angesetzt, weil er damals, er war Single, so kann man so sagen, hatte auch schon wohl länger keine Frau gehabt und dann hatte ich mir gedacht, ja gut, er hatte ein bisschen was geerbt, hatte auch ein Haus, was er geerbt hatte, war zwar nicht besonders groß, aber doch recht ansehnlich und ich habe mir gedacht, was soll's, das ist so ein, er war so ein Typ Träumer ist er eigentlich, ja. Und dann ging das Ganze so weit, dass ich gesagt habe, okay, da muss man irgendwas machen. Weil ich sag mal, er hat auch eben so ein bisschen auf den Sachen gesessen. Er hat sich zwar nicht lumpen lassen, er hat auch gerne mal einen aufgegeben. Also so. ich verstehe schon, der hatte Kohle, der hat ein Haus geerbt. Richtig. So, jetzt hast du versucht, du hast überlegt, jetzt wie komme ich gezielt an die Kohle ran? Richtig. Und hast das über die Frau gemacht? Hast die ganz Frau genau. Auf die, du weißt ja, wie das ist bei den Dreibeinern ist es ja oft so, die denken dann, sage ich mal, mit ihrem besten Stück. Und dann vergessen sie erstmal alles andere um sich herum. Hast du die Frau mit eingeweiht? Natürlich. Das Ganze. Also das ist ja wirklich dann eiskalt, ne? Wenn man sich dann mit jemandem zusammensetzt und sagt, pass auf, wir versuchen jetzt den richtig auszunehmen, den Typ. Natürlich. Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, ich habe das auch schon im Vorgespräch gesagt, das Ganze hat auch eine gewisse Eigendynamik bekommen. Mhm. Einfach deswegen, weil er hat sich natürlich in sie verliebt. Mhm. Es war nicht unbedingt geplant, weil ich habe ja gesagt, auch im Vorgespräch, es ging über einen gewissen Zeitraum, ich sag mal Dreivierteljahr etwa. Mhm. Also und der Köder, er hat funktioniert. Hat absolut funktioniert. Er hat sich angebissen. Er hat sich in die Frau verliebt. Die Frau hat das nur gespielt. Richtig. Und die Frau hat dann, wie hat die das denn gemacht, dass das Geld rüber kam? Ja, ich sage, das ist so diese Eigendynamik, die sich entwickelt. Das ist gar nicht unbedingt so gewesen, dass sie immer irgendetwas fordern musste oder so, sondern das kam dann von ihm. Also ich sag mal ganz einfach, eine schöne heiße Liebesnacht und danach ist ganz klar, dann ist erstmal eine Uhr gekauft worden oder solche Dinge. So. Wie viel Bargeld ist denn rübergeflossen? Oh, das kann ich so im Einzelnen, ich habe da keine Buchführung drüber geführt, weil du musst ja auch immer bedenken, dass das Ganze ja auch ist ja eine heikle Situation. Es ist ja auch. Gut, aber immerhin kannst du den Betrag nennen von grob 150.000 Mark. So in dem Bargeld inklusive Wertgegenstände. Richtig, genau. Wie lange habt ihr dieses als Gaunerpaar, sage ich mal, betrieben? Das war eine einmalige Aktion. Also das hat sich so entwickelt. Nee, wie viele Monate lief das? Ich sag ja, ein Dreivierteljahr, ja etwa, also zwischen 9 und 12 Monaten. Ja. Ist es dann aufgeflogen? Nein, es ist so gewesen, dass ich dann gesagt habe, wir müssen das Ganze irgendwann beenden, weil ich einfach keine Lust drauf hatte. Ich hab ihr die Alternative gelassen. Entweder du bleibst mit dem Typen zusammen, das wollte sie aber nicht, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, das ist ganz klar. Wir haben es aber von vornherein einfach des Geldes wegen gemacht, weil sie hatte keinen Bock mehr anschaffen zu gehen und ich war jung und wollte Geld haben, ist doch klar. Wenn du gerade. Moment, war das eine Prostituierte vom Beruf oder wie? Sagen wir mal so, sie hat alles gemacht, was Geld gebracht hat und dazu gehörte sicherlich auch ihren Körper zu verkaufen. Habt ihr denn? Derzeit jedenfalls. Okay, nach diesem einen Jahr, dann hat sie sich auch zurückgezogen von dem Freund? Nein, wir hatten mehrere. Sag ich mal Szenarien. Ich bin auch ambitionierter Schreiber. Ja, ich schreibe auch kleine Geschichten und solche Dinge. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann man die Sache beenden? Und da habe ich gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu beenden. Mhm. Das eine wäre, dass man jemand anders ins Spiel bringen würde. Mhm. Oder aber, und das haben wir dann auch getan, ihr Vater, der allerdings zu der Zeit wirklich schon verstorben war. Der ist schwer erkrankt am anderen Ende der Welt und sie muss nun dorthin, weil der ausgewandert war irgendwann nach Südamerika. Ach ja, das war der offizielle Grund und so hat sie sich dann da rausgezogen. Richtig. So, und dadurch, dass er schwer erkrankt war, musste sie dort bleiben. Sie hat erklärt, dass ihre Familie, dass das ein bisschen heikel ist, weil das eine Diplomatenfamilie sei und dementsprechend, du weißt, wie das ist mit der Politik und Diplomatie, da wollte sie ihn nicht mit reinbringen. Also er hat netterweise noch diesen Flug sogar bezahlt. Also das Ganze endet dann auch noch mit einer fulminanten Lüge. Natürlich. Und er hat auch nicht versucht, den Kontakt dann zu ihr zu halten. Man könnte doch telefonieren oder er hätte sie doch mal besuchen kommen können oder so etwas. Ja gut, du musst aber so sehen, das ist nicht so einfach gewesen damals nach Südamerika, so einfach zu telefonieren. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Okay, so ist es dann zu Ende gegangen. Ihr beiden, die Frau und du, ihr habt euch das Geld und die Wertsachen geteilt. So kann man das sagen. Wir haben ja 50-50 gemacht. So, wie war denn dein Kontakt dann weiter zu dem Freund?
Ja, ich habe dann gesagt, dass ich beruflich, weil ich hatte immer mal den Traum, dass ich im Bereich eben Film, Schauspiel was mache, habe dann zu ihm gesagt, dass ich in den Süden gehen werde, weil ich dort die Möglichkeit habe, sag ich mal, so eine Art Praktikumsstelle eben zu machen beim Film. Das heißt, du hast dich auf dem Acker gemacht. Richtig. So, jetzt will ich wissen, ob die ganze Sache irgendwann aufgeflogen ist. Nein, die ist im Prinzip nicht aufgeflogen. Bis heute nicht. Er ist immer noch ahnungslos und er denkt immer noch, dass, also ich habe mit ihm sporadisch Kontakt noch, so ist das nicht. Okay, er ist heute immer noch ahnungslos. Das Ganze liegt ungefähr 20 Jahre zurück, sagst du. Ja. Wie fühlst du dich denn da heute? Was heißt, wie soll ich mich fühlen? Also ich fühle mich im Prinzip immer noch genauso gut wie damals, als ich es getan habe. Ja, aber du hast doch genauso gut, oder was? Ja, natürlich. Ja, aber ich fühle mich immer noch genauso gut. Aber du hast doch fulminant Dreck am Stecken. Ja, was heißt Dreck am Stecken? Also ich meine, wenn du dich mal umguckst in der Welt, ja. Die Welt besteht aus Lügen, komm. Jetzt komm mir nicht mit sowas an. Na und? Natürlich. Nein. Das ist noch kein Grund, dass du es genauso machst oder dass ein anderer genauso macht. Es ist schlimm genug, dass die Welt so schlecht ist. Ja. Das nimmst du als Rechtfertigung, dass du deinen Freund, einen guten Freund, so bösartig und hinterhältig und hinterlistig ausgenommen hast. Ja. Und als erfahrener Kerl von 42 Jahren hast du jetzt immer noch... Ja, habe ich ein bisschen geschummelt, ich habe schon ein paar Tage Buckel, ja, aber ist er, ja, umso immer noch aus wie 42. Okay. Ja, umso schlimmer. Müsstest du doch eigentlich jetzt die Reife haben und zu sagen, Mensch, das ist wirklich mies, was ich da gemacht habe. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich versuche das wieder gut zu machen, was ich damals falsch gemacht habe. Ja, sagen wir es mal so, also um es ganz klar zu sagen, ja, natürlich, gut machen möchte ich etwas, ich möchte es besser machen. Der Nächste, der blutet, der soll noch mehr rauslassen als diese Summe. Das ist doch lächerlich, das provoziert mich wirklich ungeheuerlich. Du nimmst deinen allerbesten Freund aus, du betrügst den. Allerbesten Freund habe ich ja nicht gesagt. Wenn es ein Fremder gewesen wäre, ist es auch völlig wurscht. Du hast diesen Menschen hintergangen und betrogen, bösartig, hinterlistig. Listig betrogen und berüstest dich jetzt seit 20 Jahren auch noch, dass du es toll findest und den Nächsten willst du noch mehr ausbringen. Ich kotze, weißt du? Ja, du kannst doch kotzen, aber weißt du, ich kotze genauso gut, wenn ich den Fernseher anmache. Das ist doch gar keine Begründung. Moment. Wenn wir uns so verhalten, dann geht diese Welt unter. Nur weil es Schlechte gibt, nach dem Motto bin ich auch. Siehst du denn nicht, was? Nein, du sollst ein Vorbild sein, wie jeder von uns ein Vorbild sein soll und sich bemühen soll, ordentlich zu verhalten und nicht so sich zu verhalten, wie du es machst. Nein, aber Domian, in einer Welt, die geprägt ist von der Gier der Menschen. Ja, dann musst du doch nicht auch noch gierig sein. Natürlich, warum denn? Warum? Wer gibt all diesen Leuten, auch in diesem Land oder ob es nun in anderen Ländern ist, das Recht, das Volk oder wen auch immer auszubeuten? Das ist doch alles Geschwaller. Ach, das ist doch Geschwaller. Du machst doch genauso mit. Du bist doch mittendrin. Ja, natürlich. Ja, warum setzt du denn nichts dagegen? Domian, aber weil ich... Das ist Lug und Betrug und das ist Verbrechertum, was du da machst. Das ist Verbrechertum. Punkt aus. Domian, das hat doch nichts mit Verbrechen zu tun. Na, aber wie nennen wir es denn sonst, wenn man jemanden so hintergeht, wie du es getan hast? Wie nennen wir es denn sonst? Du musst es doch immer von der Seite sehen. Nein, es gibt keine andere Seite mehr. Doch, es gibt eine andere Seite. Nämlich? Es gibt die Seite, dass du das von der Seite einfach sehen musst. Es gibt Leute, die sind geboren, um zu dienen und zu leiden. Und es gibt andere Leute, die einfach cleverer sind und sehen, okay, da ist eine Chance. Du bist der Clevere. Ich mag schon. Ich mag schon, dass du ein super cleverer Typ bist. Weißt du, ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass die Polizei dir bald wirklich an den Kragen geht. Und du hast wahrscheinlich noch viel mehr Dreck am Stecken als diese eine Geschichte. Wenn man so eine Haltung hat, wie du sie gerade besprochen hast, hast du sicher ganz viel auf dem Körper. Das könnte ich mir vorstellen. Ich wünsche, dass sie dich packen und dass du wirklich dafür zahlen musst, was du da angerichtet hast. Und jetzt beenden wir beide das Gespräch. Da möchte ich noch einen Satz vielleicht noch sagen dazu. Nur einen einzigen, wenn ich darf. Ja, okay. Ja. Es geht nämlich hierbei um die Dichte. Jetzt reicht es aber. Anni. Anni ist 52 Jahre. Hallo, Anni. Hallo, Domian. Ich grüße dich. Hallo. Ich grüße dich. Ah, da haben wir aber einen gehabt gerade, was? Ja. Mann. Ich bin noch entsetzt. Aber es gibt alles, ne? Ja. Mann. Anni. Auch zum Thema eiskalt geplant. Ja, ich war auch Täter. Oder ich wollte Täter werden. Ja. Und zwar eine kleine Vorgeschichte. Mein Sohn ist vor 4 Jahren gestorben. Ja. Und... Wie alt war er? 29. Mhm. Ist er plötzlich verstorben? Ja, von einer Sekunde in der anderen. An was? Er ist erstickt. Man hat ihn im Krankenhaus ersticken lassen. Man hat ihm nicht geholfen. Man hat ihn 1/3 Stunde hat man ihn
auf dem Flur sitzen lassen, auf dem Flur. Und man hat ihn nicht für voll genommen. Mhm. Er hat dann immer gesagt, helft mir, ich bekomme keine Luft. Aber man hat ihm nicht geholfen. Also er war eingeliefert worden wegen einer Beschwerde? Er ist zum Krankenhaus gegangen. Er ist zum Krankenhaus gegangen, weil irgendwas nicht stimmte? Ja, weil nichts stimmte. Er kriegte kaum noch Luft. Er konnte nichts mehr trinken. Mhm. Und man hat ihn sitzen lassen. Also man hat ihn wirklich sitzen lassen. Mhm. Dann hat er noch zu seinem Freund, der Freund und die Freundin war bei ihm, dann hat er noch gesagt, die lassen mich sterben und fällt tot um. Dann sind natürlich die Ärzte gekommen oder beziehungsweise auch dieser Arzt. Mhm. Und aber man hat auch noch versucht, ihn wieder zu beleben. Mhm. 30 Sekunden hat das Herz geschlagen, aber wo keine Luft ist, kann das Herz auch nicht mehr schlagen. Mhm. Dann habe ich eine Obduktion anordnen lassen. Ja. Dann hat man festgestellt, dass der Kehlkopf sich verlagert hatte. Mhm. Und dadurch ist er langsam von innen nach außen erstickt. Wenn die Ärzte, also der Arzt im Krankenhaus, ihn geröntgt hätte, hätte er das festgestellt. Mhm. Aber er hat nichts gemacht. Mhm. Ich habe eine Anzeige gemacht. Zuerst hat man das alles so lapidar hingenommen. Mhm. Aber man musste ja die Anzeige annehmen. Aber immer wieder sind die Akten geschlossen worden. Mhm. Immer wieder. Mhm. Ja, und dann habe ich diesen Arzt beobachtet. Und wirklich monatelang. Also der, der die Hauptverantwortung getragen hat. Ja, mhm. Ja. Die ihn, der auch die Schulter gezuckt hat. Der die Schulter gezuckt hat und sagt, ja, gleich. Mhm. Ja, und ja, dann habe ich den beobachtet, monatelang beobachtet. Und ich war nervlich, moralisch, alles war ich fertig. Mhm. Und bis ich dann irgendwann mal sagte, das bringt nichts. Mein Sohn steht da nicht für auf und ich gehe für diesen Mann im Gefängnis. Also was hattest du gesagt, ich habe den beobachtet, was hattest du denn vor? Ich wollte den umbringen. Du wolltest ihn umbringen? Ich wollte ihn umbringen. Wie wolltest du ihn umbringen? Ja, ist egal wie, aber ich wollte ihn umbringen. Ich hatte mir alles besorgt, um ihn umzubringen. Was hast du besorgt? Ich hatte eine Waffe besorgt. Eine Waffe? Ja. Hast du die sogar besorgt? Die hatte ich mir sogar besorgt. Wo besorgt man eine Waffe? Ja. Das hat man mir vorhin auch schon gefragt, darüber möchte ich eigentlich nicht sprechen. Mhm. Aber ich hatte es mir besorgt. Und du konntest auch mit dem Ding umgehen dann? Das hatte man dir auch erklärt? Ja, das hatte man mir erklärt. Und du hast diesen Mann, diesen Arzt, lange beobachtet? Ja, lange beobachtet, ja. Und er wusste... Immer mit der Waffe in der Tasche? In der Tasche, ja. Hat er das mitbekommen, dass du ihn beobachtest? Er hat es nachher mitbekommen, ja, dass ich ihn beobachte. Mhm. Aber er wusste nicht, was ich vorhatte. Hatte der dich dann überhaupt noch erkannt? Oder der hat mich ganz gut erkannt. Der hat dich gut erkannt. Ja. Mhm. Wie lange hast du diese Beobachtungsaktion durchgezogen? 8 Monate habe ich die voll durchgezogen. Und dann nochmal so zwischendurch habe ich es aufgegeben. Dann habe ich gesagt, bevor ich andere töte, töte ich mich. Darf ich da mal kurz fragen? Gab es da in diesen 8 Monaten Momente, wo du wirklich die Waffe... Also kurz vorm Ziehen warst? Nee, das nicht. Nee. Ich hatte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich hatte irgendwo Angst auch vor dieser Waffe. Mhm. Ich hatte selber Angst. Mhm. Aber der Hass gegen diesen Arzt, der war einfach höher. Mhm. Er war höher. Und ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, wenn man ein Kind verliert und das war mein einzigster Sohn noch. Ja, natürlich. Dann ist das ganz schlimm. Und vor allen Dingen, wenn... Hast du eigentlich auch Strafanzeige erstattet? Ja, natürlich. Ja, das ja auch. Natürlich. Aber 3-mal ist die Akte zugemacht worden. Mhm. Und jetzt ich muss dazu sagen, dann war mein Sohn 1 Jahr tot. Dann habe ich dann für mich beschlossen, nein, ich tue es nicht. Mhm. Wenn, dann tue ich mir was an. Mhm. Dann habe ich auch versucht, mich zu vergiften. Mhm. Und bin auch auf diese Station gekommen. Ach. Und bist gar von diesem Arzt noch behandelt worden? Ja, und er stand dann auch vor mir und meinte zu mir, na, Ihr Sohn hat sich umgebracht und jetzt wollten Sie es auch versuchen, aber es hat nicht geklappt. Ist ja unglaublich. Ja, und dann bin ich ausgeflippt. Ja, und dann 5 Minuten später war ich dann in der Irrenanstalt. Oh. Ja. Wieso sagt er denn, Ihr Sohn hat sich umgebracht? Das war ja, klar, dass er sich nicht umgebracht hat. Ja, das ist klar, das steht in der Obduktionsbericht alles. Er hat sich nicht selbst umgebracht. Mhm. War dieser Arzt nur bösartig? Ja, natürlich. Du lieber Gott, was für eine Situation, da liegst du bei dem auf der Station. Ja. Und tickst dann aus, verständlicherweise, und dann kommst du in den Nerven. Ja. Und durch eine gute Freundin bin ich da auch wieder nach 6 Tagen rausgekommen, Gott sei Dank. Mhm. Hab dann aber wieder versucht, die Akte zu öffnen, hab wieder Anspruch erhoben, aber es hat alles nicht geklappt. Und vor einem halben Jahr habe ich dann gesagt, ich mache nichts mehr. Mhm.
Mein Sohn steht da nicht von auf. Mhm. Weil irgendwo sagen die Leute auch, mein Gott, was machst du an? Vergiss es doch einfach. Ich meine, vergessen kann man es nicht. Nee, vergessen kann man das nicht. Aber Anni, das heißt, dass du fast 4 Jahre jetzt dich damit herumgequält hast. Ja. Mit dieser Rache, mit dieser geplanten Rache. Immer noch, ja. Mein Gott, mein Gott, ja. Mein Gott. Nein, du hast natürlich völlig recht. Dadurch steht der Sohn nicht wieder auf. Nein, nein. Und es entsteht neues Unglück. Ich wollte eigentlich auch damit sagen, auch für die anderen, die anrufen, die auch, wie jetzt der Vorgänger, das sind so skrupellose Menschen. Ich weiß nicht, wie skrupellos ich geworden wäre, wenn ich das durchgeführt hätte. Und ich finde das ganz schlimm. Nur ich fand es auch schlimm, dass mein Sohn gestorben ist. Ich habe immer gesagt, die Eltern müssen vor den Kindern gehen. Und ich bin seit 15 Jahren krebskrank. Dann wäre es mehr wie gerecht gewesen, wenn ich vor ihn gegangen wäre. Tja, aber was ist schon gerecht? Aber es ist alles eben, es ist alles nicht gerecht. Aber ich finde gut und es beruhigt mich, dass du jetzt Abstand genommen hast von dieser Rache. Ja, ich musste. Das heißt, du hast etwas mehr Frieden geschlossen mit dem Schicksal. Kann man das so sagen? Ja, ja. Ich würde auch sagen, ich kann diesen Arzt nicht vergeben, aber ich habe ihn verziehen. Das ist ein großes Wort, finde ich. Ja. Anders geht's nicht. Ich kann nicht mit meinem Leben abschließen, wenn ich nicht im Reinen bin. Und wenn ich in Reinen kommen will, muss ich versuchen zu verzeihen. Vergeben kann ich nicht. So, das finde ich eine sehr ethische, hochethische Haltung, die du ja gerade formuliert hast. Hast du die so für dich aus dir heraus entwickelt? Oder hilft dir ein Glauben vielleicht dabei? Ja, der Glaube. Ah ja. Der Glaube an Gott hilft mir dabei. Doch, also das muss Respekt, dass du das so nach dieser Hölle der letzten 4 Jahre, dass du das so geschafft hast. Respekt, sage ich dir. Dein Sohn wäre sehr stolz auf dich, glaube ich. Das glaube ich. Ich denke, ja. Mein Sohn war im Übrigen ein sehr großer Fan von dir. Er hat also jede Sendung fast von dir gesehen. Also, was ich an der Geschichte auch so erschütternd finde, dass, ich meine, Ärzte passieren natürlich auch Fehler. Dass dieser Arzt, wie auch viele andere, wie man das manchmal so hört, dann nicht mal die menschliche Größe haben und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir unendlich leid. Genau. Ne? Genau, ich wollte ja nichts von ihm. Ich wollte ja kein Geld oder sonst was. Wie viele wollen irgendwie Profit rausschlagen? Das wollte ich ja nicht. Davon steht mein Sohn nicht auf. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte einfach nur, dass er zu seinem Fehler steht. Und ich wollte auch, dass das in der Öffentlichkeit kommt, damit das nicht mehr anderen passiert. Ist denn eigentlich aus dieser Anzeige irgendwas geworden? Oder ist Nein, es in Sande verlaufen? Gar nichts. Ist immer wieder wegen mangels Beweisen zugemacht worden. Und Hast du das jetzt auch aufgegeben? Das habe ich vor einem halben Jahr aufgegeben. Das bringt alles nichts. Dieser Mann hat, du hast diesen Mann dann auch nie wieder gesehen? Ich möchte ihn nicht mehr sehen. Also ich möchte ihn nicht mehr sehen. Ich meide dieses Krankenhaus, aber ich musste vor einem Jahr da rein, weil ich eine schwere Operation hatte und hatte dann eine Lungenembolie und ich hätte es in ein anderes Krankenhaus nicht mehr geschafft. Und dann habe ich mir aber verbieten lassen, dass dieser Arzt kam. Man hatte auch komischerweise Verständnis dafür. Ja, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Ja. Das heißt, du bist auch eine sehr schwer kranke Frau, höre ich jetzt schon, ne? Ja, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Also da kann ich mit leben. Ich kann mit meiner Krankheit leben. Ich bin 63 Mal operiert worden in den letzten 15 Jahren. Da kann ich mit leben. 63 Mal? Ja. 63 Mal? Ja. Und ich sage mir immer, solange man noch operieren kann, ist ja gut. Darf ich fragen, was für eine Krebserkrankung das ist? Ich habe Lymphknotenkrebs. Ah ja. Und die bilden sich ja überall und setzen sich auch überall fest. Aber das ist alles nicht so schlimm. Ich sage es nochmal, dass ich das toll finde, dass du dich jetzt so dahin entwickelt hast, wo du jetzt bist. Das macht dich sehr sympathisch, finde ich. Sehr sympathisch. Dankeschön. Wirklich. Dankeschön. Und wünsche dir, dass du auch mit deiner Krankheit weiterhin gut rauskommst oder dass du es schaffst, sie in den Griff zu halten und dass du noch mehr Frieden findest. Das will ich auch hoffen, Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich wollte einfach nur
damit meine Seele ein bisschen, oder vielmehr mein Gewissen ein bisschen abreden. Mhm. Ich hatte gestern deine Sendung gesehen, hatte dieses gelesen und habe gedacht, das musst du mal erzählen, auch für andere, dass es immer, auch wenn es schwer ist, irgendwo ein kleiner Weg gibt. Mhm. Ne? Meine Mutter hat früher immer gesagt, wenn man fällt, man steht immer wieder auf. Mhm. Und da ist auch ein bisschen dran. Da ist ein bisschen was dran. Ja. Das muss man sich, auch wenn man in schwersten Situationen ist, immer wieder vor Augen führen. Ne? Ja, ja. Aber das muss man auch wirklich immer wieder dann tun. Mhm. Mhm. Ja, sonst geht's nicht. Mhm. Manchmal dauert es länger, so wie bei mir, aber Hauptsache, man kommt wieder ein bisschen auf den Füßen. Es hat mich sehr gefreut, dass wir beide uns so akustisch kennengelernt haben. Ja, ich habe mich gefreut, durchgekommen zu sein. Und nochmal wünsche ich dir wirklich alles Liebe und alles Gute an. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer. Und hier ist Johannes. Johannes ist 36 Jahre alt. Hallo Johannes. Ja, hallo Domian. Hallo. Ich ringe mit mir, ob ich etwas eiskalt geplant durchziehen soll. Ich bin gespannt. Meine Frau leidet an zwei chronischen und mehr oder weniger unheilbaren Krankheiten. Magst du die Krankheiten nennen? Multiple Sklerose und Verfolgungswahn. Multiple Sklerose schon längere Verfolgungswahn seit 3 Jahren etwa. Wie lange hat sie MS schon? Ja, also die erste Verdachtsdiagnose ist vor 10 Jahren gestellt worden. Ist sie ungefähr in deinem Alter? Du bist 36, ja. Und ja, mit der Multiple Sklerose kann man leben, kann sie leben. Und ich habe mich in den 10 Jahren daran gewöhnt. Aber was enorm belastend ist, ist dieser Verfolgungswahn. Mhm. Sie ist also ständig von Gedanken besessen, dass jemand in unsere Wohnung geht. Mhm. Wir sind in letzter Zeit einmal umgezogen. Unmittelbar nach dem Umzug wurde es ein bisschen besser. Mhm. Und jetzt merke ich, dass es wiederkommt. Mhm. Das ist auch relativ häufig. Es ist mir gesagt worden, dass das häufigste ist, meine Wohnung wird abgehört. Und das zweithäufigste ist, es geht jemand in meine Wohnung. Also es bezieht sich immer auf die Wohnung? Oder kann sie noch rausgehen? Ja. Mit dem Rollstuhl rausfahren, geht das? Ja, nee, also die Multiple Sklerose ist nicht so schlimm, beziehungsweise noch nicht so weit fortgeschritten. Also, ach so, sie kann also rausgehen. Wenn sie mit dir draußen ist, hat sie auch Angst, dass sie irgendwie beobachtet wird? Oder dass, nee. Es ist in der Wohnung. Sie hat Angst, dass jemand in die Wohnung eindringt, dass sie abgehört wird? Nee, nur, dass da jemand in der Wohnung ist. Also es war ganz konkret, in der alten Wohnung war es also ganz konkret, dass sie meinte, dass unsere Vermieterin reingeht und in der Wohnung, ich sag jetzt mal, Sachen wegnimmt, Sachen anstellt, die, ich sag jetzt mal, in der Kategorie grober Unfug wäre, was weiß ich, ist sie irgendwas versteckt, bis hin dazu, dass sie also einen Mordversuch auf unsere Tochter unternommen hätte. Ja. Und sie denkt dann, auch wenn ihr in der Wohnung seid, dass da jemand drin ist? Nee, dass wenn wir weg sind, dass in unserer Abwesenheit jemand drin ist. So. Ne? Und zum Beispiel, also nur um es zu sagen, wie wahnsinnig das ist, es waren kleine Blütenblätter in dem Bett unserer neugeborenen Tochter drin, also die 1-2 Monate alt war. Und ich habe daraus hat sie den Schluss gezogen, dass diese Blütenblätter von der Vermieterin reingestreut worden seien, damit unsere Tochter die Blütenblätter einatmet und daran erstickt. Wahnsinn. Also das ist so jetzt immer der... Wie alt ist die Tochter jetzt? Die ist jetzt 3. 3. Jetzt hast du gerade gesagt, ich überlege einen Plan. Ja, was überlegst du? Der Plan wäre, dass ich mich von meiner Frau trenne und davor würde ich dann aber versuchen, ihr das Sorgerecht zu entziehen, weil ich es nicht verantworten könnte, dass unsere Tochter mit der psychisch kranken Frau dann zusammen ist. Ist deine Frau denn in psychiatrischer Behandlung? Nein, das hat also. Warum nicht? Weil sie keine Krankheitseinsicht hat. Das ist auch typisch für diese Krankheit und ich habe x verschiedene Sachen versucht in die Wege zu leiten, um sie irgendwie zu einem Psychiater zu bringen. Also erstmal, sage mal, die ganz normale Variante, dass ich sage, dass ich glaube, dass du hast da ein Problem und ich glaube, du solltest mal dann mit dem Arzt drüber sprechen und so weiter. Ist sie gar nicht zugänglich für? Überhaupt nicht. Also sie denkt, dass sie gesund ist? Und das
Problem ist es ein strafrechtliches, für sie ist es ein strafrechtliches Problem, so ungefähr. Sie wartet nur darauf, dass man das jetzt irgendwie mal nachweisen könnte, um zu einem Anwalt zu gehen, um die Frau dran zu hängen. Also ich frage nochmal, deine Frau hat von sich das Bewusstsein, dass sie seelisch, geistig ganz normal ist? Ja, ja. Völlig normal. Mhm. Und dass du einfach diese Gefahr, die sie sieht, runterspielt? Genau, ich bin ignorant. Ich würde die Welt verkennen und so weiter. Ich habe sogar einmal waren wir sogar zusammen beim Psychiater, weil ich dann gesagt habe, also einer von uns beiden scheint ein Problem zu haben. Also entweder habe ich... Achso, da seid ihr zusammen hingegangen. Ja, ja, ja. Mhm. Entweder habe ich die Wahrnehmungsstörung oder du hast die Wahrnehmungsstörung. Und dann sind wir gemeinsam Psychiater hingegangen, der ich auch, sagen wir, entsprechend vorbereitet hatte, ne, als mich das geschildert hatte. Und was ist denn bei hat, ja, gar nichts. Er hat dann, was sag ich mal, auch vorsichtig versucht zu sagen, dass er meint, dass meine Frau eventuell gut eine Therapie verkraften könnte. Mhm. Das ist dann auf totale Ablehnung gestoßen. Dann war sie böse, wahrscheinlich aggressiv oder provoziert zumindest davon. So, jetzt ist deine Grundfrage, soll ich die Frau verlassen? Soll ich das empfehlen, dass ich ihr Sorgerecht bekomme? Ja, ja. Erste Frage, was sind deine Empfindungen noch für die Frau? Naja, das ist schon extrem schwierig, da jetzt noch sag mal von Liebe zu sprechen. Mitleid? Ist es Mitleid, ist ein Verantwortungsgefühl, ne? Weil man muss ja auf der einen Seite auch immer, muss ich rational sein, zu sagen, dass das jetzt von ihr nicht böser Wille ist, sondern es eine Krankheit ist, für die sie Mitleid verdient. Sagen wir mal, klammern wir mal eben das Kind aus, obwohl man es nicht ausklammern kann, aber ich klammer es mal aus. Mhm. Wenn ihr beiden jetzt alleine wärst du schon längst weg? Schon längst weiß ich nicht, aber vielleicht hätte ich dann mal einfach in Erwägung gezogen, einfach mal eine Trennung, ne? So ungefähr, dass sie dann sich überlegen soll, dass die Trennung sie aufrüttelt, sag ich mal, ne? Dass man einfach mal weggeht und sagt, also versucht da klar zu machen, geht zum Arzt und können wir wieder zusammenziehen oder so. Aber eigentlich wäre es für dich eine Erleichterung, wenn du aus der Beziehung herauskämst. Sag mal so, fängt jetzt in der neuen Wohnung, wie gesagt, fängt es jetzt so langsam wieder an. Und ich sage jetzt mal, ist es von der Intensität her momentan so auf 10-15% dessen, was in der anderen Wohnung das Maximum war. Und ich befürchte eben, dass es jetzt die nächste Zeit wieder hochkocht. Dieser Psychiater, bei dem ihr zusammen wart, hast du dich mit dem hinterher auch noch mal alleine unterhalten? Also ich habe mich insgesamt mit 10 Ärzten darüber unterhalten. Mhm. Und den engsten Kontakt habe ich mit einem anderen Psychiater, bei dem meine Frau vor 10 Jahren mal sehr erfolgreich in Behandlung war, allerdings nicht wegen Verfolgungswahn, sondern wegen der Depression. Mhm. Sie hatte so eine leichte Depression, Reaktion. Was ist der Rat dieses Psychiaters? Ja, also im Prinzip sagt er mir auch, ich muss sehen, wie lange ich damit klarkomme. Mhm. Und wenn ich nicht damit klarkomme, soll ich versuchen, das mich selber zu schützen. Also der rät mir im Prinzip auch zu einer Trennung. Das finde ich auch völlig einleuchtend im ersten Moment. Die Frage ist natürlich jetzt, wie man das mit dem Kind macht. Mhm. Wie man verantwortungsbewusst die ganze Sache einfädelt, so dass es für das Kind gut ist, aber auch so, dass deine Frau nicht noch weiter in die Tiefe gerissen wird durch den Schock, dass du gehst, dass das Kind weg ist. Das finde ich so sehr schwierig. Grundsätzlich, nach dem, was du geschildert hast, ich nehme mal an, dass das alles so stimmt, das ist jetzt deine Sichtweise, dass da etwas geschehen muss und dass da eine Trennung stattfinden muss, finde ich ja. Vielleicht auch sogar für das Kind. Aber das ist eine sehr komplizierte und komplexe Sache. Jetzt hören wir gerade die Musik im Hintergrund. Mhm. Innerlich gehst du schon diesen Weg, ne? Oder? Ich höre es irgendwie so raus. Nein, ich ringe mit mir und ich versuche jetzt gerade zu überlegen, was ich machen würde, weil ich momentan, sag ich mal, noch relativ gut klar überlegen kann. Mhm. Und ich weiß aus Erfahrung, wenn das jetzt wieder immer schlimmer wird,
dann komme ich in so eine Stresssituation, wo ich nicht mehr ruhig und klar überlegen und planen kann. Insofern ist das ein sehr kluges Vorgehen, was du jetzt an den Tag legst. Dankeschön. Ja, finde ich schon. Du hast immerhin du hast Ärzte an der Seite, die dich beraten. Und du wirst jetzt, das biete ich dir selbstverständlich an und ich bitte dich auch, das anzunehmen, noch die Gelegenheit ausgiebig mit meiner Psychologin zu reden. Ja, ja. Ausgiebig. Würde ich gerne machen. Ich kann dir ja sowieso nur meine Laien-Meinung sagen. Die geht schon in die Richtung, ja, Trennung. Aber das muss man schon sehr vorsichtig alles bedenken. Bitte leg du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Das ist nett, danke, ja. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. In der Technik war heute Nacht Gundel Blendin. Morgen gibt es hier eine Sendung, ein Radio 1 Live, ein Radio Fernsehen. Tschüss.